sonst auf den Plätzen. Unter anderem auch Coco, die im letzten Rennen Zeit geworden ist. Kura wird 6. Engine 7. und Flash 8. Und damit kommen wir zum momentanen Stand. Tiny Tiger hat 18 Punkte, gefolgt von Dr. Neocot mit 7 Punkten. Coco hat 6 Punkte, Dingodan 4 Punkte und Polar 3. Alle anderen haben noch keine Punkte. Dazu gehören Crash, Engine und Pura. Jetzt kommt schon das dritte Rennen. Das dritte Rennen des Cups. Das findet auf den Drachenminen statt. Gespannt wartet das Feld auf den Start. Ein guter Start von Dr. Neocortex. Was für ein grandioser Start. Selbst Tiny hat die redliche Mühe, ihm zu folgen. Im Gegensatz zu Coco fährt er aber nicht. So. Er ist genau im Kokos diesen Gifttrank reingefahren. Damit hat Dr. Neocortex einen riesigen Vorsprung aufgebaut. Wenn Tiny sich redlich abnimmt, um dem zu folgen, keine Chance. Verdammt! Dr. Neocortex ist in Führung, doch die Gegner nahen in schnellen Schritten voran. Verdammt! Alle möchten ein Stück von Kuchen abhaben. Und das Rennen gewinnt Dr. Neocortex vor Tiny Tiger und Coco Bandicoot. Pura wird guter Vierter und Crash Bandicoot wird nur Fünfter. Somit kommen wir zum Ergebnis von diesem Rennen. Dr. Neocortex, guter Erster vor Tiny Tiger. Und Coco Bandicoot bekommt noch 3 Punkte für den dritten Platz. Pura für den vierten Platz ein. Somit kommen wir zum Endstand von diesem Rennen. Tiny Tiger hat 24 Punkte vor Dr. Neocortex mit 16 Punkten, Coco Bandicoot mit 9 Punkten. Gefolgt von Dingodile mit 4 Punkten, Polar mit 5 Punkten und Pura mit 1 Punkt. Crash Bandicoot und Dr. Engine haben keinen einzigen. Das heißt also, dass Tiny Tiger ein dritter Platz reichen würde, um den Cup zu gewinnen. Wenn Dr. Neocortex selbst Erster werden würde, das würde nicht reichen. Somit kommen wir zum Engine-Labor, der letzte Strecke im Rennen. Im Kalender. Diesmal ein sehr guter Start von Tiny Tiger. Coco wurde schwer erwischt. Der Endstand momentan, also der Rennstand momentan, sieht momentan sehr gut aus für Tiny. Boah, Pura ist so nah herangefahren, dass die Nitro explodiert ist und sowohl Tiny als auch Pura in die Luft gesteuert hat.
Doch jetzt kommt Dr. Neocortex. Er hat den ganzen Rückstand schon aufgeholt. Nicht nur reingefahren. Oh, Dr. Neocortex ist wieder im Kampf eingegriffen. Er ist Zweiter jetzt. Gleich hinter Tiny. Die Nitro war zu viel. Der Weg wurde total versperrt. Keine Kommen mehr. Denn purer Tiny folgt. Würde Tiny so natürlich die Meisterschaft gewinnen. Und der Sieger dieses Rennens heißt wieder einmal Tiny Tiger. Pura wird sehr guter Zweiter vor Dr. Neocortex, der Dritte wird und Coco Bandicoot die Vierte wird. Und somit kommen wir zustande dieses Rennens. Dingo Dive, Polar, Crash und Engine werden die Rennen auf dem Plätze. Und somit zum Endstand. Tiny Tiger gewinnt diesen Cup mit 33 Punkten, gefolgt von Dr. Neocortex mit 19 Punkten. Coco Bandicoot hat gute 10 Punkte, während Pura 7 Punkte hat. Gefolgt von Dingodile mit 4 Punkten, Polar mit 3 Punkten. Crash Bandicoot und Dr. Engine kommen leider ohne Punkte ins Ziel. Und somit wieder zum Endstand. Coco Bandicoot, gute Dritte. Versucht jetzt mit ihrem Computer ihre Fehler zu analysieren. Dr. Neocortex, traurig, dass er schon wieder nur Zweiter geworden ist. Und Tiny Tiger freut sich über den blauen Edelstein. Glückwunsch, du hast einen Edelstein gewonnen. Und damit geht's auf zum letzten Cup mit den regulären Gegnern. Das wäre der gelbe Edelstein-Cup. Und Tiny verpasst schon mal die Einfahrt in dieses Event. So, ich darf euch begrüßen zum gelben Edelstein-Pokal. Das erste Rennen findet auf dem Dingo-Kanon statt. Sehr guter Start von Crash und Tiny. Doch auch Dr. Neocortex und Coco sind sehr gut weggekommen. Ah, doch. Die Rakete ist weg.
scheint wieder Dr. Neo Cortex Pura und Pura um die Plätze zu kämpfen. Platz 2. Tiny Tiger kann wie den meisten Rennen zuvor niemand folgen. Kann mich natürlich noch schnell ändern, aber momentan sieht es so aus, als... Oh, wieder eine Platzverschiebung. Cortex wieder Zweiter, Pura Dritter. Und Coco Bandico wird momentan Vierte. Nein, Dritte, Vierte. Wieder. Und der Zieleinlauf. Und somit kommen wir schon zum Endergebnis. Tiny Tiger wird Erster, vor Dr. Neo Cortex der Zweite wird. Pura wird guter Dritter und Coco Bandico wird Vierte. Dr. Engine, Dengodile, Crash Bandicoot und Polar folgen auf den Plätzen und erhalten keine Punkte. Und so lautet auch der momentane Stand in der Meisterschaft. Natürlich kann man da noch nicht sehr viel aussagen. Man muss zum nächsten Rennen warten. Das ist auf der kleinen Arena. Drei, zwei, eins. Das Rennen ist gestartet. Sehr guter Start von Tiny, doch Coco lauert bereits. Ein bunt gemischtes Feld. Crash versucht auch schon, in die Punkte zu kommen. Doch Cortex scheint sehr schlecht gestartet zu sein. Doch, er hat sich sofort wieder zurückgearbeitet. Oder auch doch. Der Rennverlauf geht so schnell in eine andere Richtung, dass man es gar nicht mehr nachsehen kann. Oh. Tiny wurde erwischt. Doch sind noch immer einige Runden zu fahren. Automobil wurde erwischt. Es geht einfach sehr, sehr schnell. So, im Moment momentan stand es so aus. Dr. Neo Cortex führt das Rennen an. Gefolgt von Coco Bandicoot und Tiny Tiger. Die sich einen engen Zweikampf liefern. Den momentan Tiny für sich entscheiden kann. Wobei das letzte Wort natürlich noch lange nicht gesprochen ist. Jetzt für Tiny. Dieses sehr spannende Rennen an. Die Truppe ist mein. Das ist seine erklärte Hassstrecke, aber wenn er hier gewinnt, dann müsste er auf der ganzen Saison gesehen sehr, sehr stark sein. Dr. Neo Cortex liefert sich mit ihm einen sehr engen Zweikampf. Jetzt greift